Vor 196 Tagen hat der Greifswalder FC zum letzten Mal ein Ligaspiel verloren. Und wo? In Meuselwitz. Ein deutliches 4:0 gab es damals für die Thüringer. Und heute ging es dort wieder hin für das Team von Lars Fuchs. Der war damals schon im Mai auf der Trainerbank. Die Entwicklungskurve geht seitdem steil nach oben. In Meuselwitz Georg Martin Leopold, bekanntlich erst seit der Sommerpause auf dem Trainerstuhl des ZFC. Eine Viertelstunde rum, ziemlich wenig los vor den Toren. Greifswald mit mehr Anteilen, aber Meuselwitz mit der gefährlicheren Aktion. Und das will schon was heißen, denn dieser Schuss von Andy Trübenbach, der geht deutlich vorbei. Meuselwitzer Top-Torjäger mit 5 Treffern. Halbe Stunde gespielt, Greifswald mit Sufjan Benjamina. Erstmal kein Durchkommen, setzt sich dann aber gut und hartnäckig durch gegen Luca Bürger. Bekommt den Abschluss aufs Tor. Sofian Benjamina, aber im Meuselwitzer Kasten, da steht Lukas Sedlak und erklärt das Ganze entspannt mit dem Fuß. 43. Minute, Freistoß Dominik Bock, der Ball segelt in die Arme von Jakub Jakubow. Und dann geht es ganz schnell zurück für Dominik Bock und auch für Greifswalds Guido Kocher. Der Ball von Jakubow weit in die gegnerische Hälfte, Kocher ist zuerst am Ball und fällt. Und es gibt den Strafstoß für Greifswald. Schiedsrichter Rasmus Jessen zeigt auf den Punkt und das ist eine unstrittige Entscheidung. Kocher zuerst am Ball, Miatke trifft das Spielgerät nicht, räumt den Greifswalder aber ab, sieht dafür auch zurecht die gelbe Karte. Und Sufjan Benjamina legt sich den Ball parat, der Top-Torjäger der Greifswalder, eiskalt verwandelt gegen Lukas Sedlak, 0:1, 45. Minute. Es ist der 10. Saisontreffer für Benjamina, der 3. Elfmetertreffer in dieser Saison und da hat Sedlak keine Chance. Und so läuft es mal wieder in die richtige Richtung für das Team von Lars Fuchs. Kurz vor dem Pausenpfiff nochmal der ZFC Meuselwitz, Freistoß Luca Bürger hoch und weit in den Strafraum. Und Schmökel probiert den Ball in die Mitte zu bringen. Es gibt die Aufschreie. Sie wollen dort ein Handspiel von Manasseh Eschel gesehen haben. Aber um es kurz zu machen, angelegter kann ein Arm kaum sein. Entscheidung korrekt. Trotzdem hatten die Meuselwitzer dann nochmal Gesprächsbedarf beim Gang in die Kabine. 53. Minute Ecke Meuselwitz durch Nils Miatke. In der Mitte Trübenbach. 1:1. Und wenn zu Hause aktuell was geht für den ZFC, dann über ihn. Insgesamt sein 6. Saisontor in den letzten 3 Heimspielen der Meuselwitzer gab es Maue 2 Tore bei den beiden 1:0 Heimsiegen gegen Zwickau und Chemnitz. Beide Tore hat er gemacht und heute knipst er wieder zum Ausgleich gegen den Tabellenführer. 64. Minute, Meuselwitz jetzt am Drücker über den eingewechselten Christoph Pauling. Toller Abschluss, knapp vorbei. Wenn der reingeht, dann ist es ein echtes Traumtor. Danach wieder wenig Torraumszenen auf beiden Seiten. Meuselwitz mit mehr Zug zum Tor, aber in der Nachspielzeit. Greifswald nochmal über Jorik Wulff. Der darf da nochmal flanken. Und es folgt erneut ein Pfiff. Und es gibt wieder Strafstoß für die Gäste von der Ostsee, für den Greifswalder FC. Dieses Mal ist es ein Handelfmeter, weil Leon Schmökel den Arm zu weit oben hat. Da oben hat er nichts zu suchen und er ist auch dran am Spielgerät. Deshalb auch diese Entscheidung geht in Ordnung. Und wieder Benjamina am Punkt gegen Sedlak. Dieses Mal ist es die linke Ecke, 92. Minute, Greifswald mit dem 1:2. Und es gab kein Halten mehr, sie flippten alle aus auf der Gästebank. Es ist der 11. Saisontreffer für Benjamina, es ist quasi die Benjamina-Bescherung am 2. Advent. Mit seinem Elfmeter-Doppelpack sorgt er für hängende Köpfe auf der Meuselwitzer Bank und für überglückliche Minen natürlich bei den Greifswaldern. Also wie die Woche verlaufen ist, ganz verrückt auf Kunstrasen. 3-4 Mal den Platz freigeschaufelt.
Alle haben angepackt, also war super. Und dann war klar, dass heute auf jeden Fall ein Kampf spielen wird. Erste Halbzeit haben wir es noch besser gemacht. Zweite Halbzeit haben wir es dann nicht mehr gut gemacht. Und zum Schluss halt mit dem glücklicheren Sieger, sag ich mal so heute. 16 Saisonspiele sind absolviert. Der Greifswalder FC ist weiterhin ohne Niederlage unterwegs in dieser Saison. Und auch solche Siege brauchst du dann natürlich, wenn du am Ende ganz oben stehen willst.